Part Nummer 31, nein, 133, so rum, nicht 31, damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Nachbericht erstmal. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob hier nach noch ein Spiel kommt oder nicht. Muss ich dann erstmal gleich den Spielplan begutachten. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir im letzten Part gegen Dortmund wirklich richtig gut ausgesehen haben. Davy Selke mit 3 Toren ist genau der Stürmer, den ich mir gewünscht habe. Zeigt, dass er wirklich was auf dem Kasten hat. Und Grischer Brümmel hat sich gut eingefunden. Toru Nariga schlägt sich zwar in seine Note nicht wieder, aber hat durchaus auch ein bisschen Stabilität in die Abwehr gebracht. Und Pulisic mit seiner Vorlage. Also alles, denke ich, ganz in Ordnung. Kann man mit zufrieden sein. Ihr könnt gerne schon mal den Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt. Und ja, dann schauen wir einfach jetzt mal ab, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. Die Bayern gewinnen 1:0 gegen Hoffenheim. Hamburg setzt sich knapp mit 3:2 gegen Nürnberg durch. Schalke gewinnt 5:0 gegen RB Leipzig. Frankfurt gewinnt 2:1 gegen Leverkusen. Das ist auch schon ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Bremen verliert 0:2 gegen Wolfsburg. Mainz gewinnt 4:0 gegen 1860 München. Und dann haben wir, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen, da. Union Berlin verliert sein zweites Spiel ebenso. 1:3 gegen Köln. Und Hannover verliert 2:4 gegen Gladbach. Alle drei Aufsteiger sind auf den letzten Plätzen und dann kommt schon der Meister Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, das sind erst 2 Spieltage. Da kann man noch nichts zu sagen. In der Elf des Tages natürlich Davy Selke, Grischer Brömmel, Marc Stendera und ansonsten leider keiner von uns. Aber Lukas Radetzky, Leo Pereira, Wendell, Hövedes, Taylor, wie heißt der? Dimitri So? Cipriel So? Fabian Johnson und André Hahn. Chicharito, der Neu-Leverkusener, Davy Selke-Ersatz mit 3 Toren. Genauso wie André Hahn und Davy Selke selber. Ja, und Davy Selke wird Spieler des Tages, das ist immer wunderbar. Unsere Reserve gewinnt 4:1 gegen Rot-Weiß Essen, das ist auch wunderbar. Wie gesagt, dritte Liga, da müssen die einfach mal ein bisschen was reißen, um sich zu entwickeln. Ist natürlich ein bisschen doof, dass Zalto da am meisten trifft, weil das ist der Spieler, von dem wir am wenigsten noch irgendwie in Zukunft was wollen. Ja, und Leverkusen ist eigentlich auch ein Live-Spiel, ne? Bayern noch ohne Gegentor. Ich würde sagen, ich mache das Leverkusen-Spiel noch und den Nachbericht danach und dann ist die Aufnahmesession erstmal zu Ende. Habe ich ja angekündigt, dass das nur ein kleinerer Test laufen soll, wie das mit der Facecam läuft. Wird ja aktuell früher dunkel und da ich ja eh Montag aufnehme, weil ich jetzt Sonntag nicht konnte, weil ich da selber ein Fußballspiel hatte, da ich ja mittlerweile wieder nach langen, langen Verletzungen mein Comeback gegeben habe. Mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig, aufgrund Personalnot, aber ja, habe ja nie bestritten, dass ich keine Lust am Fußball habe, sonst hätte ich nämlich sehr wahrscheinlich auch keinen Fußballkanal auf YouTube, ne? Klingt logisch, oder? Eigentlich würde ich sagen, sonst hätte ich nie einen Trainerschein gemacht, wenn mir Fußball vollkommen egal wäre. Davy Selke natürlich in Hochform. Grischer Brömmel ist auch gut drauf. Und Donnarumma kommt wieder zurück, weil auch Gersbeck mir nicht ganz so gut gefallen hat in Sachen Stellungsspiel, vor allen Dingen katastrophal. Den Rest müssen wir mal abwarten, wie sich die Verletzten-Situation macht oder wie sie in der Woche trainieren. Da kann sich ja dann mit dem Formhoch auch noch ein bisschen was verschieben. Und meine Locke, die ist echt ein bisschen, El Loco, Mann. Vollert. Oh, was war das denn? Da hat noch was anderes gequietscht.
Ja, ist schön, dass die Facecam genau da stehen bleibt, wenn ich dann so extrem gehen muss. Das sah toll aus, wirklich. War schick. So, Marco Benassi. Den haben wir ja, kennen wir ja aus dem AS Rom Let's Play. Der wechselt zu Juventus Turin. Also er geht scheinbar immer zum italienischen Spitzenverein. Bornic, den kennen wir ja auch noch aus einem der Let's Plays. Und Kenny Tete ist gerade erst von Ajax zu Dortmund gegangen. Okay. Schauen wir mal, was noch weiter passiert. Ich hoffe, dass die Facecam, die dann so einfriert und stehen bleibt, wirklich nur hier in meinem Overlay ist, dass ich sehe und nicht wirklich dann auch im Video. Aber ich befürchte es tatsächlich, dass es dann auch im Video kurz gefriert. Ja, ist natürlich doof, aber ich muss damit jetzt erstmal leben. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, aber wie gesagt, mein PC ist nicht gerade der leistungsstärkste, der ist Asbach uralt. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, so mit Facecam wieder, muss ich sagen. Kann ich zwar keine Dummheiten mehr machen, weißt du, ist jetzt hier zum Beispiel keine Faxen. Mir fallen jetzt keine Beispiele ein, weil ich so selten Faxen mache beim Aufnehmen. Aber ihr könnt euch da ja was Gutes einfallen lassen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man vielleicht die Facecam Freezes minimieren kann, dann gerne auch dafür schreiben. Wie gesagt, ganz so viel Erfahrung mit Facecam habe ich nicht. Ich habe ein paar Aufnahmesessions mit Facecam gemacht. Aber man merkt ja schon allein daran, dass ich keinen Greenscreen habe, weil der aktuell für mich halt zu teuer ist. Auch wenn das doof klingt, weil so ein Greenscreen kostet ja nicht so viel. Aber ist einfach nicht drin. Gerade zur Weihnachtszeit jetzt, wo auch noch sämtliche elektronische Geräte dann kaputt gehen, die man sich neu anschaffen muss, wo man eigentlich kein Geld für hat. Wie zum Beispiel vor ein paar Wochen mein Netzteil am PC. Und ging der PC einfach nicht mehr an. Das war schon, muss ich sagen, nicht so geil. Und ich befürchte, es wird nicht das letzte elektronische Teil sein, das kaputt gegangen ist. Das Lied könnte ich ruhig ein bisschen lauter machen, oder? Mach mal, ein bisschen lauter, ey. Ja, lauter, Junge. Yeah, Mann. Yeah, Mann. Bam, bam, bam. Oldschool-Hip-Hop-Kollegen. Ich hoffe, ihr seid auch mit der Liederauswahl. Ich versuche die immer relativ breit zu halten, ja. Weil in den Let's Plays ist es ja oft so, dass man ja immer diese moderne Techno-Kacke da hat, wo es nur geht. Aber ich versuche da so eine breite Masse zu finden, mal so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop, wie gerade, bisschen Pop-Geschnülze, bisschen instrumental, bisschen rockig. Dass wir da einfach Abwechslung haben, ich beim Hören Abwechslung habe, ihr hört ja die Musik ein bisschen leiser, denn meine engelsgleiche Stimme hat natürlich Vorrang. Ich hoffe auch, jetzt habe ich Frosch im Hals, durch die Facecam ist er jetzt natürlich auch ein bisschen anders, weil sonst gehe ich immer hier näher an mein Mikro, dass ihr hier in der Facecam nicht seht. Weil ich nehme nicht hier rüber den Sound auf, ja, das ist einfach nur das hier, gehört einfach nur zu meinem Headset dazu, das benutze ich nicht. So, jetzt gucken wir bei uns gerade mal die Europa League Auslosung an, und zwar ausnahmsweise in langsamer Geschwindigkeit, damit sich der Part zieht und ich mehr Werbung reinklatschen kann, ist ja klar. Weil ich verdiene ja so viel mit der YouTube-Werbung, habe ich ja schon oft genug gesagt. Oh, in Liverpools Gruppe will ich nicht kommen, das muss nicht sein. In die Wolfsburger Gruppe können wir, glaube ich, nicht kommen. AC Milan ist jetzt auch nicht so angenehm. Sevilla spielt immer ganz unbequem. Neapel ist zu gut. So, Stadtrennen wär so... Ja, Lazio könnte ich mir auch noch geben. Valencia... Weiß nicht. Bordeaux... Oh Gott. Oh. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so schwer schwarze Unterziehhemd drunter habe, ich gehe natürlich gleich, da Montag ist,
wieder ein bisschen joggen und jetzt kommentieren, kümmern wir uns gerade ganz kurz ums Kommentieren, denn wir sind gleich dran. Oh, oh, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Gott sei Dank der HSV. So, jetzt können wir gerne rein in die Gruppe. Danke für den Erfüllung des Wunsches. Dann kann ich nämlich jetzt ein bisschen schneller machen und dann in Ruhe erklären. Wir haben in der Gruppe Derby County aus England, Vitória Setúbal aus Portugal und Stade Rennes aus Frankreich. Also eine bunte Mischung und eine lukrative, aber machbare Gruppe. Liverpool, HSV, Grasshoppers Club Zürich und Midtjylland. Neapel, Besiktas, Montpellier, Heart of Midlothian aus Schottland. Belenenses, Lissabon, Mechelen, Everton und Sevilla. Eine recht klare Gruppe eigentlich von dem Kräfteverhältnis. Wolfsburg, Standard Lüttich, Groningen und AEK Solna aus Schweden. Auch eine durchaus Mischung, die es in sich hat. Lazio Rom, Rapid Wien, Kayserispor und Maccabi Tel Aviv. Valencia, Anderlecht, Heren Wien und Irtisch Pavlodar. Da wüsste ich nicht genau, aus welchem Land die kommen. Da können 4-5 Länder in Betracht kommen. Girondins, Bordeaux, FC Sion, Celtic und Sofia. Auch eine ganz ordentliche Gruppe, muss man sagen. Sporting Lissabon, KRC Genk, Dynamo Kiew und Skanderbegorce. Wieder so ein Land, wo eine Mannschaft, wo fünf Länder in Frage kommen, wo er herkommen kann. Fenerbahce, Zenit St. Petersburg, PAOK, Tesona in Litauen. Mann, ganz ruhig, kleiner Mann. PAOK Thessaloniki, danke. Und natürlich Rijeka aus Kroatien. Glaube ich, ne? Kroatien? Die waren auch aus Kroatien. Kroatien? Ja, Kroatien. Hajduk Split, genau. Feyenoord, ZSAK, Moskau, Dnipro, Dnipropski, gegen die hat sich die Hertha mal blamiert. Und Hajduk Split, da haben wir sie auch noch. AC Milan, Young Boys Bern, Real Betis Sevilla und Rabotniki Skopje, die kommen aus... Da hat Köln nicht mal gegen die gespielt, irgendwann mal. Aber Köln ist so ewig nicht mehr international dabei gewesen, aber irgendwie mit denen verbinde ich irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr was. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass durch die Facecam, wie gesagt, normal bin ich ungefähr beim Kommentieren so, ja. Weil das Mikro steht hier außerhalb der, da hier ungefähr, wo ich gerade drauf tippe, ja. Und jetzt will ich natürlich, dass ihr mich seht, ja, weil so ist scheiße, da brauche ich keine Facecam. Und ich hoffe, es ist trotzdem noch laut genug. Ich muss mich auch ab und an daran erinnern, auch lauter zu sprechen. Vielleicht ist deswegen auch die laute Musik ganz geil, weil dann denke ich eher dran, laut zu sprechen. Und scheinbar hat die Zufallswiedergabe entschieden, dass wir jetzt mehrmals hintereinander Oldschool-Hip-Hop hören. Ist mir egal. Wie gesagt, ich habe immer einen Topf, wo ich monatlich, also mindestens monatlich, von meiner Seite, wo ich die ganze Musik benutzen darf, dann gehe ich einmal monatlich drüber, gucke auf die neuen Lieder und dann höre ich mir die kurz rein in die Lieder, also höre ich rein in die Lieder und wenn mir das dann gefällt, dann packe ich das wieder in den Musikordner hier vom Fußballmanager und dann ist das immer eine schöne bunte Mischung, dann Zufallswiedergabe an und fertig. Und ich hoffe, ihr seid mit der Musik zufrieden. Yo. Und man merkt schon an den Lichtverhältnissen, ich bin auch noch kein Profi, was Facecam anbetrifft. Und auch, dass es, obwohl es noch nicht mal 15 Uhr ist, schon wieder recht dunkel ist. Und ich will natürlich im Hellen noch joggen gehen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir das Leverkusen-Spiel jetzt noch mitnehmen. Und dann vielleicht ganz kurz den Nachbericht machen und dann war's das. I never did a remix. Entschuldigung, ab und an muss man einfach mal zur Musik mitgehen. Man muss da einfach mal die Gefühle, einfach mal, weißt du, wie beim Fußball, einfach mal nicht immer nur der coole, ruhig gebliebene, sondern auch mal einfach von den Emotionen mitreißen lassen. Abgehen. Marquinhos ist verletzt, haben wir schon wieder ein Freundschaftsspiel gehört. Es sind mir eindeutig zu viele Spiele hier in der Nationalmannschaft. Ich weiß schon, warum ich nicht ganz so gerne in der Nationalmannschaft bin. So, Marquinhos, wie lange fehlt der denn? Ah, da oben. 38 Tage. Wir haben jetzt drei wichtige Spiele hintereinander. Da müssen wir Marquinhos rausnehmen.
und holen uns da einen passenden Ersatz. In der Innenverteidigung. Leo Pereira, würde ich sagen, ne? So. Und dann kommt Leo Pereira auch direkt in die Startelf. Passt auch, Linksfuß, Hoffenheim. Aus der Bundesliga kennen wir ja alles super. So, Philipp ist jetzt spielberechtigt. Rafinha ist dafür formschwach. Neymar aber auch. Hier hat man es nicht einfach, ne? Nehmen wir doch nochmal Danilo mit. Wo ich da keine Verwendung für habe, sehr wahrscheinlich, aber naja, was will ich machen, ne? Ich darf auch nicht zu tief runtergehen, sonst sieht er ja nicht mehr, was ich spreche. Das wäre auch ein bisschen doof. Und mein Bart ist irgendwie ein bisschen krumm. Was ist denn da los gewesen? Naja. Gleich egal, wenn ich joggen gehe, habe ich Mütze auf und dann ist das so und so wieder gerade. In Brasilien haben wir jetzt alles gemacht, ne? Würde ich sagen, gehen wir weiter mal Richtung Hertha. Dafür sind wir ja hier. Das Brasilien-Spiel nehme ich dann aber nicht mehr mit. Oder muss ich ja, wenn ich den Nachbericht noch mache? Oh, das ist so doof. Das ist ein altes Lied, oder? Das kommt mir sehr bekannt vor. Und alle, geh mit, yeah. Da hinten ist übrigens, ich zeige immer nur so, warte, bisschen höher, da. Vielleicht, wenn das Licht am Anfang des Parts besser war, erkennt man, das ist ein The Witcher Poster. The Witcher Poster, Hertha Poster, wie gesagt, eine Pikachu-Figur, Son Goku, falls irgendjemand fragt, was in meinem Hintergrund da alles ist, was eh keiner fragt, aber nur für zum Vorbeugen, ne? Vorbeugen, hat er gesagt. So, Bernd Leno ist der Topster aus dem Feld. Das sehe ich aber noch ein bisschen anders, Kollegen. An dem Formhoch hat sich nichts geändert. Stärkemäßig ist das auch, glaube ich, die beste Elf aktuell. So, gibt aktuell keinen Grund, einfach zu wechseln. Auch wenn da einige leider hinten dran sind, wie Mitchell, Weiser und Bark und Co. Aber wie gesagt, wir sind in der Europa League vertreten. Wir haben noch mehr als genug Spiele. Da können wir ab und an mal mehr rotieren. Ich gucke gleich nochmal. Die Krawatte müssen wir auf jeden Fall entwickeln nach der Fitness. Die ist hier nämlich zwar nicht ganz so wichtig wie im Football Manager, aber will ich trotzdem so ein bisschen mit berücksichtigen, wenn ihr versteht. Itter will zu, Lautern will Itter, so rum. Aber da sage ich mal, ihr könnt mal mein Popo schmatzen lautern. Gerade Kaiserslautern, er könnte knicken. So, man sieht leider auch ab und an das Flimmern in der Facecam, das ist ein bisschen doof. Jetzt zum Beispiel wurde es kurz dunkler und jetzt wieder heller. Das ist scheiße. So. Immerhin haben wir jetzt ein paar Leute dabei, die gut trainiert haben. Das ist schön. Nur Donnarumma natürlich wieder nicht. Jung, auch wenn Gersbeck jetzt deutlich schwächer ist als du, du musst auch gut trainieren, sonst bist du irgendwann weg vom Fenster. Wanna go back, das ist ein neues Lied, oder? Das sagt mir nämlich noch absolut gar nichts. So, Mittelstädt wird hoffentlich unser nächster Nationalspieler. Hat still und heimlich Mitchell Weiser überholt. Aber ist ja gerade auch in echt zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt zum dritten Mal hintereinander in der Startelf gewesen. Statt Solomon Kalou und Arne Meyer so und so. Der hat sich festgebissen. Gut, andere Option hat ja Paul da aktuell nicht als Arne Meyer.
Hat man ja gegen Frankfurt wieder gesehen, wenn Lustenberger nachher eingewechselt wird für Arne Meyer, geht nach vorne nichts mehr und man dann nach hinten das dumme 2:1 von Boateng bekommt. Habe ich zum Glück, Gott sei Dank, am Sonntag vor meinem Spiel schon so angekündigt. Ich wusste das einfach, dass Boateng trifft, das war sowas von klar. So, Stendera, super letztes Spiel. Da Vincent Sanchez, ihr müsst euch mal wieder vertragen, egal mit wem du Beef hast. Denn wir brauchen eine bessere Chemie. So, Itter, hier, schmatzt mich ab. Das lehne ich auch ab. Wie gesagt, wenn der Jugendspieler wechseln will, soll er wechseln. Dann haben wir zwar ein Riesentalent verloren, aber ich kriege da keinem vorher in den Arsch. Entweder die akzeptieren meine Verträge vor der Saison oder die wechseln halt. Pech gehabt. Wir kriegen noch genug Talente dann. So, Reserve spielt 1-1. Sinan Kurt bei Flanken verbessert. Das sieht gut aus. Verbessert er direkt mal die Schusskraft. Das ist nämlich noch sehr, sehr ausbaufähig. Er müsste die Robustheit jetzt eigentlich auch ganz solide haben, oder? 63, naja, immer noch ausbaufähig. Nils Stendera, der sollte eigentlich schon ein bisschen weiter sein. Der ist jetzt schon ein paar Jahre länger da bei uns, oder? Der sollte doch Robustheit besser unterwegs sein. 69, habe ich mir auch gedacht. Ich kenne noch meine Pappenheimer mittlerweile. Stell mal Hinterrobustheit. Torriecher. So, Angebot für Malte Kist abgelehnt. Könnte auch knicken, dass er den kriegt, Mann. Meine Elf bleibt jetzt hier so zusammen. Da müssen Angebote herkommen, die unwiderstehlich sind. Und das ist ein Angebot für Malte Kist nun mal noch nicht, weil er noch nicht bei uns in der ersten Mannschaft spielt. So, das hier sieht wunderbar aus. So, haben mit Abstand die beste Jugend. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Wir haben eindeutig zu viele gute Stürmer. Ne? So, Kramaric, Hananolo, Volland, Hector, Robertson. Okay. Ausgeglichene Elf, sage ich mal vorsichtig. Und damit, sage ich dann auch, sind wir am Folgenende angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, wenn ihr einen Wunschtransfer habt, wenn ihr einen Spieler kennt, der wirklich super in unsere Philosophie, in diese Elf, die ihr da auf dem Tablett seht, passt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr auch Jugendspiele übernehmen wollt, das bitte auch in die Kommentare schreiben. Auch Wunsch, Kritik, Anregung zur Facecam etc. Alles rein in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr auch Tipps habt oder Tricks haben wollt, ist alles möglich. Ja, Kommentare freue ich mich halt immer gerne. Deswegen sage ich auch ab und an, wenn euch zum Let's Play nicht so einfällt, dann können wir gerne auch über den echten Fußball diskutieren. Warum wurde Stöger entlassen? Ist vielleicht jetzt ein bisschen altbacken das Thema für euch. Aber für mich war es ja erst gestern, dass Stöger entlassen wurde. Also, naja. Ich kann euch nur die Anregung geben, wie ihr so umsetzt, das müsst ihr wissen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jegliche Arbeit, die ihr euch macht. Schaut gerne auch in die Videobeschreibung, dort einen Link zu meinem Zweitkanal, wenn dort wieder Let's Plays kommen, wenn ich hier wieder mit dem Fußballkanal genug im Voraus produziert habe, dann geht's dort wieder richtig los. Und kann ich kaum erwarten, weil ich da so einige Spiele habe, die ich endlich mal wieder zocken will. Und ja, ansonsten natürlich auch wärmstens meine Homepage empfohlen. Hier fakti.de/blog. Da ruhig immer gerne mal vorbeischauen. Auf die Werbung klicken. Das würde mir mehr helfen als jede YouTube-Werbung. Und allgemein ist meine Homepage mir wichtiger, weil die kostet mich auch mehr als YouTube. Und da würde ich mich immer freuen, wenn da wieder Geld reinkommt und ich das Geld dann nutzen kann, um meine Homepage weiter zu verbessern. Vielleicht auch irgendwann mal extern meine Videos nur auf der Homepage zu bringen, wie es so viele andere schon gemacht haben, aber davon bin ich noch meilenweit entfernt. Ich muss erstmal sehen, dass hier soweit alles läuft. In diesem Sinne, liebe Freunde, kann ich mich nur bedanken und wie gesagt, auf meiner Homepage auch die Möglichkeit, wenn ihr nicht auf die Werbung klicken wollt und den Adblocker nicht deaktivieren wollt, was ich ein bisschen verstehen kann,
dann gibt es dort die Möglichkeit, via links oben einem PayPal-Button, Spendenknopf, mir einmalig oder gern auch öfters einen kleinen Betrag, den ihr frei wählen könnt, zwischen 1 und 50 Euro zukommen zu lassen. Das würde mir, wie gesagt, mega helfen, meine ganzen Let's Plays auszubauen, mich zu verbessern. Und ja, ich würde mich darüber sehr freuen und sage, ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao.